Wir beurteilen Menschen häufig nach Äußerlichkeiten, nach ihren Lebensumständen, nach den Dingen, die man eben so mitkriegt. Aber weißt du, das Potenzial zum Guten wie zum Negativen, was in jedem Menschen steckt, ist schon sehr interessant. Und wir müssen die Menschen mit den Augen der Barmherzigkeit Jesu sehen. Schau, Jesus hat Judas, der ihn wenige Stunden darauf verraten sollte, noch die Füße gewaschen. Da gibt es eine ganz eigentümliche Geschichte, die ich gelesen habe. Und zwar war das im Jahr 1494 in Mailand. Der berühmte Maler Leonardo da Vinci hatte den Auftrag erhalten, in einem Kloster ein sehr großes Gemälde zu malen. Das Abendmahl, das letzte Abendmahl sollte er malen. Und er hat es gemalt und es gelang und es war wunderbar. Und er war es gewohnt, Gesichter eben nach Vorlage, nach Modellen zu malen. Sonst hat er das nicht gemacht. So, und jetzt hat er da die Jünger gehabt und da war es natürlich kein Problem, Modelle zu bekommen. Die Mönche waren begeistert dabei, haben Modell gesessen. Nur für zwei Porträts wollte keiner sich melden. Das eine war für Jesus, das war den Mönchen zu heiß, dafür wollte keiner zustimmen. Und das andere war für Judas, und dafür wollte sich keiner hergeben. So blieben diese beiden Porträts offen. Das Bild war fertig und diese beiden weißen Flecken waren noch da. Gut, und Leonardo hat gesagt, gut, dann muss ich eben warten, bis ich entsprechende Modelle finde. Und es dauerte eine ganze Zeit, bis er irgendwann einmal unterwegs war und über einen Fluss in der Nähe setzte. Und da war ein Fährmann, der hat ihn mit der Fähre rübergebracht. Und er hat den Fährmann gesehen, wie der dort mit sehr gleichmäßigen Bewegungen das Boot übergesetzt hat und die Gesichtszüge und so weiter. Und er hat gesagt, das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus, den nehme ich. Und der hat ihn gefragt und er hat zugestimmt. Und tatsächlich, dieser Fährmann wurde als Porträt von Jesus dort gemalt. Er hat seinen Lohn bekommen und zog seines Weges. So, jetzt war in dem ganzen Gemälde nur noch ein Fleck offen, nämlich der Judas. Ein weißer Fleck für den Judas. Und Leonardo hat gesagt, ich warte so lange, bis ich diesen Judas finde. Es gingen Jahre ins Land. Jahre. Irgendwann war er unterwegs in der Stadt und vor ihm flog die Tür von einer Spelunke auf und ein völlig betrunkener, kaputter Typ wurde auf die Straße gestoßen. Und er sieht diesen Mann an und sagt, das ist mein Judas. Das ist wirklich ein vom Alkohol gezeichneter Mensch, dem kann man ja alles zutrauen. Das ist wirklich eine kaputte Type. Und es gelingt ihm, diesen Mann eben dazu zu bringen, Modell zu sitzen. Er wird mit Alkohol bezahlt. Immer wenn er es fordert, kriegt er ein Glas Alkohol oder Branntwein oder was, um eben weiter da Modell zu sitzen. Und es dauert Tage, 8 Tage oder was, wie er ihn malt. Und zum Ende kommt raus, dieser Alkoholiker ist der gleiche Mann, den er Jahre zuvor als Jesus gemalt hat. Wir haben hier eine gleiche Person, die Modell gesessen hat für Jesus wie für Judas. Wir dürfen Menschen nicht nach ihren Äußerlichkeiten beurteilen. Was war dem Mann passiert? Er hatte schlimme Schicksalsschläge erlebt. Seine Frau war gestorben. Tiefen Knacks gekriegt. Irgendwann hat er seine Arbeit verloren. Gesellschaftlicher Abstieg. Da hat er sich mit Alkohol getröstet und irgendwann wurde er zum Alkoholiker und letztlich landete er in der Gosse. Und ja, hat sich sozusagen seinen Verstand getrunken. Von der Sucht gekennzeichnet. Wir dürfen Menschen nicht danach beurteilen, was wir äußerlich sehen. Letztlich steckt in jedem ein Judas. Wir müssen die Barmherzigkeit des Herrn haben, der seinem Verräter noch die Füße vorher gewaschen hat. Wir müssen barmherzig sein mit Menschen, die auch in schwierigen Lebensumständen durch irgendwelche schwierigen Umstände hindurchgehen. Wir müssen überhaupt barmherzig sein mit den Menschen. Und es ist auch etwas, was uns warnt, wo wir sagen, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Du musst mit dem Herrn weitergehen. Und du darfst nicht zulassen, dass irgendwelche Schwierigkeiten in deinem Leben, widrige Umstände, irgendwelche Schicksalsschläge dich von ihm abbringen.
wende ihm dich immer wieder zu und nicht ab, egal was in deinem Leben geschieht. Eine eigentümliche, eine ernste Geschichte. Lass sie zu dir sprechen. Und sei dir in einer Sache ganz gewiss. Gott hat mir